Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen Gehirnjogging-Einheit für zwischendurch, die eigentlich aus der Grundschulmathematik kommt. Allerdings steckt hier, so viel sei verraten, der Teufel im Detail. Und die Aufgabe ist so knifflig gestellt, dass auch der ein oder andere Erwachsene daran scheitern wird. Die Aufgabenstellung? Wir haben einen großen blauen Reisebus. Und wir wissen, dass da mehrere Personen drin sitzen. Dann wissen wir, dass an der ersten Haltestelle des Busses 27 Personen aussteigen und 22 neue Personen einsteigen. Und nachdem jetzt dieses Aus- und Einsteigen getan ist, sitzen 74 Personen im Reisebus. Die große Frage: Wie viele Personen saßen von Anfang an im Bus? Waren es A 79 oder B 52 oder C 47 oder D 69? Haltet das Video mal an, probiert selber aus und dann verrate ich euch die Lösung. Die kann man sich nämlich ganz gut visualisieren, wenn man sich überlegt, dass der Bus irgendwie ja einen Start hatte und jetzt eine erste Haltestelle hat und wahrscheinlich später noch weitere Haltestellen bis zum Ziel folgen. Nun wissen wir, dass hier an der ersten Haltestelle 74 Personen im Bus drin sitzen, nachdem aber 27 ausgestiegen sind und 22 neue Personen eingestiegen sind. Und tatsächlich steckt hier, wie versprochen, der Teufel im Detail der Formulierung. Wie viele Personen saßen von Anfang an im Bus? Und zwar, wie viele der Personen, die wir jetzt noch drin haben? Also, wie viele von den 74 saßen von Anfang an im Bus? Dafür ist total irrelevant, dass 27 Personen ausgestiegen sind. Wichtig ist nur, dass 22 neue Personen an der ersten Haltestelle eingestiegen sind und die dann ja nicht von Anfang an im Bus saßen. Also von unseren 74 Personen, die an der ersten Haltestelle nach dem Ein- und Aussteigeprozess im Bus sitzen, waren 22 gerade erst neu eingestiegen. Also ist die Antwort auf unsere Frage, kleine Mini-Subtraktionsaufgabe, 47, die drin sitzen, minus 22, die gerade erst zugestiegen sind, macht also 52 Personen, die jetzt im Bus sitzen und auch von Anfang an drin saßen. Und damit ist die B die richtige Antwort. Gar nicht so leicht, würde ich sagen, wenn man da mit einem erwachsenen Gehirn dran geht, das immer ein bisschen zu kompliziert denkt und auch glaubt, dass alle Infos im Text verwendet werden müssen. So ähnlich schwierig ist übrigens auch diese Knobelaufgabe aus einer amerikanischen Grundschule, an der auch so mancher Erwachsene verzweifelt. Schaut mal rein, geht auch um Mustererkennung, ähnlich wie so ein kleiner IQ-Test und ist auch eine super Gehirnjogging-Einheit. Ganz viel Spaß damit und bis ganz bald!